Herzlich willkommen zurück zu Stardew Valley. Ich bin die Miri und wir sind zurück bei Hans auf dem Chaoshof an diesem heutigen Dienstag, an dem recht viel im Keller fertig geworden ist, erfreulicherweise. Das heißt, es geht wieder ans Fässer befüllen. Ich würde erstmal bei meinem Käse bleiben. Allerdings, ihr seht, wir haben nicht so viel goldenen Käse, daher würde ich jetzt den goldenen Ziegelkäse hier hinten einfüllen und ansonsten aber bei normalem Käse bleiben. Also vorsichtig sein, dass ich hier nicht irgendwie versehentlich was Falsches befülle. So. Okay. Machen wir mal weiter. Was ist denn das eigentlich? Ach, uralter Fruchtwein. Das ist sehr gut. Das gibt ordentlich Asche. Können wir uns schon mal drauf freuen. Dann habe ich hier tatsächlich noch ein Fass nochmal gecraftet, das man hier hinstellen könnte. Aber irgendwie könnte ich sogar fast noch eins mehr unterbringen, oder? Würde eigentlich gehen. Muss ich nur einmal craften. Sehr gut. Ja. Das Maximale aus dem Keller rausgeholt, würde ich sagen. Dann begeben wir uns mal nach draußen. Gucken mal. Ich glaube, heute gibt es echt einiges zu tun. Ich habe schon gesehen, dass im Gewächshaus wohl einiges reif sein muss. Daher werde ich mich heute hier sehr auf dem Hof umtun. Und ihr wisst, ich werde vieles wahrscheinlich rausschneiden davon. Naja, mal sehen. So, das Inventar ist natürlich wieder voll. Wir verkaufen jetzt mal natürlich die ganzen gereiften Sachen. Diese Entenfedern. Das hier kann weg. Ja. Hier ist einiges fertig geworden. Offenbar habe ich beim letzten Mal auch vergessen, hier was auszusäen.
Tja, da ist schon wieder Abend. Den ganzen Tag auf dem Hof zugebracht und irgendwie Geld dran geschafft. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viel es geworden ist. Huiuiuiuiui, Leute. Uhuhu. Krass. Das ist echt krass. Schon 125.000 fast durch den Wein. Der Rest, der da noch dazu kommt, natürlich auch nicht verkehrt. Hier auch, das Schleimei, meine Güte. Ja, das war ein überaus erfolgreicher Tag. Weiß gar nicht, ob wir jetzt schon über den 4 Millionen drüber sind. Na? Ja, ganz knapp drunter noch. Naja, okay, er meldet mir schon wieder, dass der Bananenbaum über Nacht nicht wachsen konnte. Da sollte ich mich vielleicht auch mal drum kümmern. Aber ich habe eigentlich im Moment noch ein bisschen was anderes im Sinn. Ich würde nämlich gerne mal noch ein bisschen Kohle farmen gehen. Denn. Ja, morgen ist das Fest des Wintersterns, okay. Meine Idee ist, dass ich einen von den beiden Schuppen für die Einmachgläser nutze. Dann kann ich natürlich noch viel mehr Einmachgläser herstellen. Und dazu brauche ich haufenweise Kohle. Deswegen war das mein Hauptziel jetzt erstmal. Ich überlege gerade, was ich am besten zuerst mache. Hat einiges zu tun. Jetzt nehmen wir mal das hier mit. Dann machen wir das hier. So, hier haben wir noch ein bisschen was. Das sammle ich mal ein. Ja. Also eine Sache, die wir auf jeden Fall machen müssen, ist, dass wir den Schuppen verbessern. Das geben wir auch am besten dann in Auftrag, weil Robin ja morgen auch bei dem Fest ist. Und dann können wir ja gar nicht mit ihr reden darüber. Deshalb nehmen wir uns jetzt mal hier das ganze Holz mit. Das müssten wir auf jeden Fall machen. Dann möchte ich auf jeden Fall heute in die Minen. Fände ich auch ein bisschen wichtiger, als jetzt das hier neu aufzufüllen, weil wir eben einfach viel mehr Kohle brauchen. Und den Käse lassen wir hier. Dafür nehme ich ein bisschen was zu essen mit. Man weiß ja nie, was da unten auf einen wartet, ne? Also nehmen wir mal das hier so mit. Das reicht mir schon. Okay. Und dann ist unser erster Halt bei Robin. Tag, Robin. Ich hätte gerne, dass du noch meinen Schuppen verbesserst. Und zwar diesen. Alles klar. So. Ja, und wie war das jetzt? Ich glaube, ab Level 40 oder so fing das an, dass man richtig gut Kohle farmen konnte, weil dann diese Kohleviecher da sind. Die droppen ja relativ viel davon. Ich glaube, da sollte ich jetzt erstmal hin. So. Okay, eins niedriger wäre noch gut. Okay.
Da ist der Durchgang. Yeah! Da haben wir doch ein bisschen was von denen. Einmal ja, das sehen wir auch gerne. Und ich werde mal einen Kaffee nehmen, damit wir ein bisschen schneller sind. Das waren schon die ersten 5 Level. Bisher ist die Kohleausbeute noch nicht so gut. Aber ich habe jetzt auch nicht geschaut, wie heute mein Glück ist. Das könnte auch daran liegen. Das wollen wir nicht liegen lassen. Was können wir denn loswerden? Quarz vielleicht. Brauchen wir nicht unbedingt. Na? Keine von den Kohle-Dingern hier. Naja, gut. Wird jetzt eh Zeit, dass wir allmählich hier mal rauskommen. Ich hoffe, ich finde jetzt einigermaßen schnell einen Durchgang. Sieht irgendwie nicht so aus, ne? Tja, dann werden wir wieder mal in der Höhle zusammenbrechen. Schon eine ganze Weile nicht mehr. Ja. Na gut. Wenigstens haben wir 27 Kohle zusammenbekommen. Oh, verkauft habe ich jetzt heute natürlich noch nicht so viel. Ja. Naja. Okay. So, Tag 25. Der Tag vom Fest des Wintersterns ist herangekommen. Naja, wir werden jetzt erstmal hier wieder das Essen los, das wir alles nicht gebraucht haben.
dann sammle ich das hier ein. Das hier, hallo. Tachchen. Oh, danke schön, Abigail. Mardon hat uns gefunden. Geht schlimmer. So, wir verkaufen natürlich diese ganzen Sachen. Das brauchen wir ja alles nicht mehr. So. Und hier sind ja die Fässer, die Einmachgläser fertig. Die würde ich jetzt einmal auf jeden Fall ernten und die dann schon mal in eins der... in einer der Scheunen unterbringen. Oh, ich sehe auch, der Wein ist eigentlich auch fertig. Ist natürlich der schlechteste Zeitpunkt ever eigentlich. Weil heute ja das große Fest ist, ne? Okay. Das haben wir schon mal. 59 mal Gelee. Eins davon kommt auf jeden Fall hier rein. Ja. Das Gelee sieht gut aus. Den restlichen verkaufen wir. Und dann hatte ich jetzt die Idee, dass ich heute tatsächlich mal wieder den Störleich hier reinbringe. Ich würde gerne noch ein weiteres Einmachgefäß zumindest herstellen. Mir ist auch gerade eingefallen, man braucht ja für die dummerweise auch eine ganze Menge Holz. Und davon haben wir auch nicht so viel. Folglich ist die Sache ein bisschen schwierig im Moment. Naja, aber wir stellen hier eins nach draußen, die anderen kommen rein. Wir machen das genauso wie in dem anderen, im anderen Schuppen. So nennt es sich. Also, ah, scheiße. Das wollte ich nicht. Wir gehen erstmal einmal außen rum. So, dann wie gesagt einmal den Laich. Störlaich. Umwandeln. Ja. Einer nach draußen. Okay. Jetzt ist schon 11.30 Uhr. Ich muss jetzt doch erstmal auf das Fest gehen. Und ich überlege gerade, was war denn nochmal das beste Geschenk für Penny? Ich mochte diese Blumen, aber Blumen habe ich eigentlich. Wobei, doch, Mohnblumen mag sie nämlich und ich glaube, ich habe im Kühlschrank noch eine. Dann nehmen wir uns die hier. Hier, einmal Mohn und dann ab zum Fest. Auch einiges fertig geworden hier. Naja, mal sehen, zu wie vielen wir nachher noch Zeit haben. So. Heute zeigen wir uns dankbar für das Glück in diesem Jahr. Vergesst eure Sorgen für einen Tag und entspannt euch. Jawohl. Hier sind wir. Da ist Penny. Da geben wir schon mal ihr Geschenk. Ja. Das hier. Oh, du bist es also. Oh, Mond. Danke. Ja. Bin ich nicht gut? So, und Alex darf mir dieses Jahr was schenken. Was bekomme ich denn? Hi, ich bin ja dieses Jahr den Wichtel. Worauf wartest du? Pack es aus. Jawohl. Oh, eine Torte. Sehr schön. Eine pinke Torte. Es ist nichts Besonderes, aber das Beste, das ich mir leisten konnte. Ja, sehr cool. Nicht schlecht. Gut, wo ist eigentlich meine Familie? Ach, hier. Na, James?
Oh, ich habe mich gerade schon gewundert, wo Lilly ist. Die beiden sind hier unterwegs. Ich frage mich, ob ich eine dieser Stangen anlecken sollte. Ja, das frag dich mal ruhig, ne? Er hat wie immer üblich hier nur so ein bisschen Deko. Ja. Cool. Schön. Weihnachten. Wir gehen wieder nach Hause. Kein Grund, sich jetzt hier lange aufzuhalten. Gibt ja sonst nichts weiter zu tun. Stattdessen würde ich gerne hier noch das ein oder andere erledigen. Zum Beispiel hier diese Bäume. Denen ihr Zeug abnehmen. Ich hätte noch 3 Stunden Zeit, um den Wein einzufüllen. Was hatten wir jetzt gesagt? Glaube ich, ungefähr 140. Das Problem ist natürlich, dass ich eigentlich noch weitere Fässer immer craften möchte. Ja. Aber wir könnten hier auch einfach mal eine Runde Bier machen. Das wäre kein Problem. Würde klappen. Dann crafte ich mal so viele Fässer wie gehen. Okay, 4 Stück. Woran hapert's? Am Holz. Ja, wir sind wieder an dem Punkt angekommen, an dem Holz tatsächlich knapp geworden ist. Wer hätte es gedacht, aber aktuell habe ich tatsächlich nichts auf der Karte, was ich irgendwie fällen könnte. Daher müssen wir das jetzt einfach erstmal so hinnehmen. Und bei nächster Gelegenheit, also eigentlich bei jeder Gelegenheit, die sich bietet, irgendwelche Bäume fällen. Natürlich hier auf dem Hof auch einfach noch mal ein paar anpflanzen, die düngen und das müsste ja dann eigentlich auch helfen. So, gibt's hier noch das ein oder andere? Sieht nicht so aus auf den ersten Blick. Dann einmal das. Einmal das. Sehr gut. Dann bitte das hier nochmal. Mal, ob wir es noch ins Bett schaffen. Ich weiß auch nicht. 1.50 Uhr. Ich glaube, wir brechen wieder vorm Bett zusammen. Unsere Kinder gehen natürlich an so einem Feiertag wieder nicht schlafen. Ja. Direkt vor der Bettkante zusammengebrochen. Das gibt's doch nicht. Ach. Ja. Weil ich es nicht geschafft habe, den Wein zu verkaufen, sind wir, glaube ich, immer noch nicht über den 4 Millionen drüber. Naja, das passiert dann am nächsten Tag, ne? Ja, also, beim nächsten Mal verkaufen wir den Wein, dann kommen wir über die 4 Millionen drüber und dann mal schauen, was sich dann ergibt. Ne? Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, macht's gut, eure Miri.